Mein Name ist René Klingburg, ich bin 25 Jahre alt, bin jetzt neu bei Dynamo Dresden, bin in Mülheim an der Ruhr aufgewachsen, bin in Oberhausen geboren. Mein erster Käfig, wo ich gebolzt habe, war in der Willy-Brandt-Schule auf dem Gummiplatz. Hab die Rückennummer 17, spiele im Mittelfeld. Ralf Minge, Jahrgang 1960, geboren in Elsterwerda. Meine aktive Zeit habe ich zu großen Teilen bei Dynamo Dresden verbracht. Das waren ja die ruhmreichen 70er und 80er Jahre. Im Anschluss gab es auch ein paar Stationen. Bei Bayer Leverkusen zum Beispiel, Nationalmannschaft Georgien, Deutscher Fußballbund. Und jetzt bin ich wieder hier in Dresden. Als Geschäftsführer Sport. Wo hast du deine ersten Spuren hinterlassen im Fußball? Ja, bei meinem Heimatverein, bei Possessor Oberhausen. Bin von zu Hause über den Friedhof gelaufen und dann war ich ruckzuck da gewesen. Drumherum Essen, Gelsenkirchen, erste Sportart Nummer 1, war immer Fußball gewesen. Hatten immer viele Jungs auf dem Bolzplatz gehabt damals. Und ja, wie war es hier im Osten? Auch so Bolzplätze gehabt, oder? Ich bin in einem kleinen Dorf groß geworden. In einer unfassbar behüteten Atmosphäre. Auf dem Platz dann, beim Bolzen, vollkommen anderer Charakter. Ne? Balla, balla, ja. Immer Gas gegeben, gegrätscht, gemacht, getan. Wer am Ball hatte, war der König. So, dann hat man ja auch Führungsqualitäten entwickelt. Ne? Man musste ja Mannschaften einteilen. Genau. Ne? Es gab ja keinen Schiedsrichter, der gepfiffen hat. Ja. Und trotzdem hat es alles irgendwie funktioniert. Ne? Auch ohne Schlägereien. Und das prägt einen schon. Ja, und wie ist dann Schalke auf dich aufmerksam geworden? Ich hatte beim MSV Duisburg gespielt. Ja, da hatte ich ein super Jahr gespielt und dann kam der Anruf von Schalke und wie es halt so ist bei uns im Ruhrgebiet, entweder bist du Dortmund-Fan oder Schalke-Fan. Ich war Schalke-Fan und da musste ich nicht lange überlegen. Ich hatte ja dann mit 18 meinen Profivertrag unterschrieben und wie es halt dann bei manchen Typen so ist, verlierst du so ein bisschen die Spur. Du bist jung, du hast dann 1000 Freunde. Wenn du kein klares Ziel vor Augen hast, dann rutschst du ab. Und ich hatte nach meinem Profivertrag meine Ziele so ein bisschen aus den Augen verloren. Und das hat sich dann natürlich auf meine Leistung dann ein bisschen ausgewirkt. Und die Leute haben dann halt gesehen, dass ich schon dieses Talent mitbringe, um vielleicht erste Bundesliga zu spielen, aber halt einen riesen Pfeil im Kopf habe. Auf einmal warst du von der Bildfläche verschwunden. Was ist da passiert? Ich hatte damals bei Viktoria Köln gespielt in der vierten Liga. Meine Träume so ein bisschen, die sind ein bisschen geplatzt und das willst du dann als junger Bursche irgendwo nicht wahrhaben. Und als ich dann mit meinem damaligen Sportdirektor bei Viktoria Köln zusammengesessen habe und gemerkt habe, es kann sogar sein, dass der Viertligist nicht mit dir verlängern möchte, da habe ich dann gemerkt, so kannst du nicht weitermachen und so willst du nicht weitermachen. Bei mir war es dann Australien. Ja, dort war ich dann ganz alleine und habe da dann eigentlich so ein bisschen zu mir selber gefunden. Entscheidungen haben auch immer was mit Konsequenzen zu tun. Ne? Da muss man dahinter stehen und da muss man auch einen Preis dafür bezahlen. Ne? Und das ist ganz einfach wahrscheinlich jetzt nach der Australien-Geschichte bei dir so passiert, ne? Dieses Umdenken. Mit 22 sitzt du dann wieder in deinem Kinderzimmer und dein Vater fragt dich, was willst du jetzt machen? Was hast du vor? Und ich habe dann zu meinem Vater gesagt, ich werde wieder Profi. Und er hat dann hochgeguckt und sagte zu mir, ne. Das war bei mir so ein Auslöser, wo ich gedacht habe, boah, dein eigener Papa. Und ich bin dann eigentlich so mit dem Ehrgeiz die ganze Sache angegangen. Ey, du zeigst es den Leuten und vor allem dir selber. Ja. Dann wurde mir die Tür nach Münster geöffnet. Dritte Liga, eine Liga, die ich nie spielen wollte. Ja. Dann habe ich ein überragendes Jahr in Münster gespielt und jetzt stehe ich hier bei dir. Und ich bin glücklich. Ja. Und ich auch. Ja, was hat dich motiviert, Ralf, damals zu DDR-Zeiten zu kicken, Fußballer zu werden? Oder hattest du überhaupt den Gedanken? Erstmal war es ganz einfach die Liebe zum Spiel. Ja. Als wir auf dem Bolzplatz dort gekickt haben, da gab es keinen Karriereplan, wie es ihn jetzt so schön gibt. Ich hatte in meinem Leben auch immer so neuralgische Punkte, wo auch Widrigkeiten da waren, wo es schwer wurde. Und vor 2 Jahren war es halt so, dass der letzte Tropfen bei mir drauf war, dass der Bogen überspannt war. Und das ist natürlich Fluch und Segen zugleich, wenn man diesen Verein dann eben so emotional führt, wie ich das tue. Wir hatten eine Situation 2014, wo wir fast abschließen mussten. Es war alles depressiv.
Und das war natürlich ein Gemeinschaftswerk, dort rauszukommen. Es geht auch immer wieder darum, um selber gut zu sein und gut zu bleiben, muss man schon irgendwo gucken, dass man auch die Balance ein kleines bisschen hält. Und die letzte Stufe ist ja, wenn der Verstand dieses Bewusstsein nicht einsetzt, dann sagt der Körper so, jetzt wäre ich krank. Ja, und dann Virus, hohes Fieber, Entzündungswerke bis an die Decke. Dann könntest du nicht mehr anders. Dann hatte ich deinen Körper rausgenommen, ja, aus der Nummer. Ja, ja. Ja, und das ist halt das, um leistungsfähig zu bleiben, gehört eben auch nicht nur eine Seite dazu oder zu sein, sondern auch eine andere Seite. Das ist wie beim Spielen und Training. Belastung, Erholung, Belastung, ja. Erholung. Ja, wenn du die ganze Woche zweimal am Tag trainierst, bist du nicht spritzig am Spieltag. Ja, so. Mal aufeinander gebracht, was würdest du mit den Erfahrungen, die du gesammelt hast, einem jungen Menschen raten? Du kannst Niederlagen auch mal so zulassen, dass du trauerst, dass du in dich gehst, dass du auch mal eine Zeit lang brauchst, um dir Gedanken zu machen, wenn es halt vielleicht ein größerer Rückschlag ist, aber dass du niemals aufgibst, dass du einfach brutal selber an dich glaubst. So ist es.